cinematische Bilder mit dem Smartphone drehen, und zwar mit dem Sony Xperia 1 Mark IV. Ist das überhaupt möglich? Wir haben es ausgetestet. Wir waren eine Woche lang in den Schweizer Bergen unterwegs, bei minus 20 Grad auf 4000 Meter Höhe. Und ja, ich muss sagen, Extrembedingungen. Ob das Handy performt hat und vor allem, ja, wie die Videoqualität ist und was am Ende dabei rausgekommen ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich. Ja, vor einigen Jahren hätte ich sicher noch verneint, dass wir mit einem Smartphone auf Produktion gehen. Aber Sony hat mich gefragt, ob ich Lust habe, die Challenge anzunehmen. Und ich habe sie angenommen und war eine Woche lang bei dem Topspot Award, einer der größten Filmwettbewerbe Europas in der Schweiz. Wir waren in Gran Mortana, das ist im Wallis, eine sehr schöne Gegend, und haben da eine Woche lang Content produziert. Neben mir waren noch 10 andere Filmemacher dort, die haben quasi an diesem Topspot Award teilgenommen. Das war ein Wettbewerb. Die Teilnehmer hatten 100 Stunden Zeit, um einen Film zu produzieren. Einen 100-sekündigen Film wohlgemerkt. Ich muss sagen, wir sind da ziemlich untergegangen zwischen den ganzen Filmemachern, weil die hatten natürlich sehr großes Besteck dabei. Von Sony Alpha bis großen Kinokameras war alles dabei. Und wir hatten tatsächlich nur dieses kleine Smartphone dabei. Das Sony Xperia 1 Mark IV. Und ich bin ja normalerweise immer gerne mit kleinen Bestecken unterwegs, das wisst ihr. Drehe sehr viel mit meiner Alpha, Alpha 7S 3, Alpha 1, Alpha 7 4. Und bin da schon minimalistisch unterwegs, aber das war auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer und eine ganz andere Herausforderung. Beziehungsweise hat es das Leben auch in vielen Situationen einfacher gemacht. Vorteile liegen auf der Hand. Wir haben hier ein Smartphone mit sehr wenig Gewicht, also gerade einmal 185 Gramm wiegt das Ganze. Zum Vergleich, meine Sony Alpha 7S 3, die wiegt knappe 700 Gramm. Und da kommt noch eine Optik dazu. Nehmen wir mal das 1470, das neue G-Master, da sind wir auch nochmal bei 700 Gramm. Das ist schon sehr leicht. Und da sind wir insgesamt bei 1,5 Kilo. Und ja, wie gesagt, hier haben wir 185 Gramm und damit sind wir ungefähr 8-mal leichter als mit meinem Alpha Setup. Also ich meine, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Wenig Gewicht, kleines Packmaß. Und durch das geringe Gewicht haben wir natürlich auch sehr viele Möglichkeiten. Also wir können das Handy, haben wir auch gemacht, auf eine Race-Drohne packen. War ganz witzig, wir haben uns dazu einen 3D-Mount gedruckt und haben dann ja, das Handy auf die Race-Drohne montiert und haben dann eben auch Aerial-Shots machen können mit dem Smartphone. Das ist jetzt nicht unbedingt für Drohnenaufnahmen geeignet, beziehungsweise schon geeignet, wir haben es ja in dem Fall gemacht, aber eigentlich dafür nicht konzipiert. Und das wollten wir eben testen. Wir haben geguckt, okay, wie weit kann der interne Stabi das Bild stabilisieren, sodass es halt eben gut aussieht. Wir haben gefilmt in 4K 30, haben den internen Stabi aktiviert und ich muss sagen, das Footage war super weich, super schön. Wir waren super begeistert, was dann am Ende da rausgekommen ist. Wir sind auf über 3000 Metern irgendwelchen Paraglidern hinterhergeflogen. Die haben wir natürlich vorher gefragt. Aber ich muss sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Also ein Smartphone auf einer Drohne ist das eine, aber halt eben auch in dieser Höhe unterwegs zu sein und diese Aufnahmen zu bekommen, das war schon echt cool. Was optisch direkt auffällt, wir haben hier drei Zeiss-Linsen verbaut. Also wir haben hier ein 16mm Ultra-Wide-Objektiv, wir haben ein 24mm Wide-Objektiv und wir haben eine Telelinse, die geht von 85 bis 125mm optisch wohlgemerkt, also mit einem optischen Zoom. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Gamechanger. Wir können natürlich sogar noch weiter zoomen ab 125mm, dann aber digital. Wir können alle drei Linsen in 4K 120 nutzen. Dazu auch noch HDR. Wir haben den Autofokus auch in allen Framerates mit allen Linsen verfügbar und wir haben in 30 Frames sogar die Möglichkeit, den Augen-AF zu nutzen und das Object Tracking. Das kennen wir schon von unseren Alpha-Kameras. Wir drücken quasi auf den Display und können ein Objekt verfolgen. Der Fokus bleibt bei diesem einen Objekt und das haben wir halt eben auch hier verbaut, was auf jeden Fall auch wieder sehr an die Alphas erinnert. Und auch das ganze Menü erinnert sehr an eine Alpha-Kamera. Also jeder, der schon mal mit einer Alpha gefilmt hat, der wird sich hier relativ schnell zurechtfinden. Wir haben die Möglichkeit, den Shutter einzustellen, die ISO. Wir können den Weißabgleich definieren, auch einen manuellen Weißabgleich machen. Wir haben den Timecode, wir haben eine Levelanzeige. Wir können zwischen AF und MF hin und her schalten. Wir können sogar manuell fokussieren, die verschiedenen Brennweiten wählen. Haben den Record-Button hier. Also im Prinzip das, was wir von unserer Alpha kennen. Das Menü ist sehr ähnlich aufgebaut. Und was auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, wir haben einen sehr hellen OLED-Display. Auch in HDR, 4K. Und das ist halt eben auch gerade, wenn man draußen dreht, von großem Vorteil, dass man eben auf dem Display auch was sieht.
So viel zu den Hard Facts. Jetzt ist die große Frage, kann dieses Sony Xperia 1 Mark IV meine Alpha ersetzen? Und ich sag's euch ganz ehrlich, natürlich kann kein Handy eine Systemkamera ersetzen. Noch nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Das Handy ist quasi eine Ergänzung zu meiner Alpha. Und gerade dann, wenn ich eben keine Kamera mitnehmen möchte, weil ich zum Beispiel Skifahren möchte, weil ich zum Beispiel im Urlaub bin, da kommt halt eben ein Smartphone wie das Sony Xperia 1 Mark IV ins Spiel. Und von daher würde ich sagen, für Leute, die ja hohen Wert darauf legen, dass sie halt eben mit dem Smartphone schöne Bilder drehen können, denen würde ich auf jeden Fall dieses Handy empfehlen. Und guckt euch bitte einfach mal das Video an und sagt mir, was ihr davon haltet. Hättet ihr gedacht, dass dieses Video mit einem Smartphone gedreht ist? Oder hättet ihr es vielleicht gar nicht bemerkt, wenn ich es nicht kommuniziert hätte? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wo sind für euch die Grenzen und wann würdet ihr auf das Smartphone zurückgreifen und wann sagt ihr, no way, ich filme lieber mit meiner Systemkamera oder mit meinem Camcorder. Genau, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare, guckt euch das andere Video an, lasst die Glocke läuten und abonniert mich. Ihr kennt den ganzen Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, alles Gute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, wir sehen uns. Tschüss.